Ja, vielleicht, vielleicht auch nicht. Haben wir denn jetzt hier auch wieder so einen Geheimgang? Eine verwirrende Anzahl von Büchern und Wälzern steht sorgsam sortiert in einigen Regalfächern. Die meisten Bücher sind religiöser Natur, die nur darauf warten, dass ein Gelehrter wie Paul sich mit ihnen auseinandersetzt. Natürlich. Paul, der Gelehrte. Ja, ja. Ist dasselbe? Ja, das ist dasselbe. Okay. Hier gibt es nichts weiter. Hier ist eine Truhe, da ist auch nichts drin. Bücher. Ist auch wieder dasselbe wie da hinten. Es gibt keinen Geheimgang hier. Nee. Gut. Dann würde ich sagen, können wir auch schon weitergehen. Wir haben ja auch noch hier unten eine Tür, wo wir auch noch durchgehen wollen, ne? Glaube ich. Wenn ich da durchkomme. Wir hören schon wieder Schreie und sowas. Das ist super. Da liegt jemand. Hey, Anthony, alte Socke, was geht ab? Ich dachte, du wärst tot. Ja, das ist ja jetzt formidabel. Jetzt könnte ich eigentlich auch theoretisch... Warte. Könnte ich jetzt theoretisch hier einen neuen Spruch benutzen? Liste der Sprüche, nehmen wir doch mal hier gleich das Schild. Sprechen. Ruhig mit Mantorock, ist ja nie verkehrt. So, und damit habe ich jetzt ein Schild, wo ich jetzt hier ein paar Schläge aushalte. Komm. Schlag mich, du Sau. Ja, genau. Kann ich auch schlagen? Nein, das war die falsche Richtung. Ah. Na, und damit haben wir auch schon hier so einen kleinen mächtigen Bossfight. Normalerweise müsste ich eigentlich auch nochmal die Waffe hier verzaubern. Ah. Weil er trifft mich ja doch schon relativ oft. Oh Gott. Ich weiß auch gar nicht, wie viel der überhaupt aushält. Bam, da liegt auf dem Boden. So, das war's auch für dich, Kollege. Oder auch nicht. Verdammt. So, dann nochmal. Drauf und drauf. Nein. Ah! Immer schön auf die Birne drauf. Beste, was man machen kann. Wenn man hier so ein Zombie gegenübersteht. Wir haben ja gesehen, er hat da so ein rotes Auge. Ich befürchte ja fast, da ist dann hier der Rubin drin, den wir brauchen. Und da ist er jetzt aber down. Ruhe in Frieden, Anthony. Ein wahrlich unheiliger Ort. Paul hat einen Rubin gefunden. Nein, wirklich. Paul hat ein zweischneidiges Schwert erhalten. Yay, Beste. Ja, und das legen wir auf jeden Fall an. Warte, wo haben wir es denn? Wo haben wir es denn? Das ist hier hinten irgendwo im Inventar. Zweischneidiges Schwert. Nehmen wir mal. So, das ist nämlich wesentlich besser als jetzt. Ich weiß nicht was. Okay. Er disappeared einfach. Das ist super. Solche Zombies mag ich, die einfach verschwinden. Dann einen aus der Unsichtbarkeit heraus angreifen. Wie in The Evil Within. Das war super. So, jetzt haben wir auf jeden Fall ein Notenblatt. Und das Notenblatt könnten wir theoretisch jetzt hier einfach verwenden. Bei der ollen Orgel. Na, jetzt so nicht, aber halt. Wenn wir richtig laufen würden. Hallo Orgel. Soll Paul auf der Orgel spielen? Ja, können wir mal machen. Eine voll schöne Melodie. Oder auch nicht. Das wird mein neuer Klingelton. Und da liegt irgendwie so eine tolle Scheibe, die wir auch schon mal so ähnlich gesehen haben. Die auch gar nicht mal so unwichtig ist. Na, darum, wenn er jetzt mal laufen würde hier, nicht schon wieder aus der Puste wäre, nehmen wir die auch mal. Das Tabernakel ist nahezu leer. Es sollte eigentlich geweihte Dinge wie Weihwasser oder Paramente in sich bergen. Stattdessen findet sich nur ein Machtzirkel im staubigen Fach. So, den nehmen wir mal an uns. Paul hat einen Machtzirkel erhalten. Yay! So, Paul hat einen 5er Machtzirkel erhalten. Nun können alle Dreiersprüche mit Stärkerunen intensiviert werden. Aber die Stärkerune haben wir, glaube ich, noch gar nicht, ne? Wie ist er noch gleich? Paragon oder Paragon? Ich weiß es gar nicht mehr. Castet auf jeden Fall hier der Paius Augustus auf jeden Fall immer, wenn er hier irgendwie was beschwört. Jetzt auch in der Cutscene jetzt zu diesem Kapitel hier. Hat er doch dieses große Monster da beschworen. Und
dieses große Monster wurde halt auch mit ganz vielen Pargon-Runen und Ulios und noch irgendwas, ich glaube mit Tier, noch beschworen. Ich weiß es nicht mehr. Ich höre da manchmal nicht so ganz hin. Ne? Gut. Tut ja jetzt auch nichts zur Sache. Hauptsache ist, wir kommen jetzt hier in den Weinkeller. Gehen jetzt wieder dahin, wo der Rubin darauf wartet, benutzt zu werden. So. Dann zurück hier. Warte. So. Rubin, benutzen. Ah, und so hat sich der Sarkophag hier bewegt. Wo wir weiter in die tiefen Tiefen des tiefsten Tiefen kommen. Ah, sie greifen mich an. Ah, gib's so wohl weg. Dann hoch auf unseren tollen Dingens. Auf unser Zweihandschwert hier. So. Finish him. Ne, ich meine, Mantorok-Zombies sind ja jetzt nicht wirklich die schlimmsten. Wissen wir ja inzwischen. Aber sind immer gut als Einzelziele hier. Gut, weiter. Und hier gibt es schon wieder jede Menge 100.000 Möchtegern-Zombies. Ja, komm, geh weg. Und hier nochmal. Ja, komm, gehst du wohl. Lass mich los. Was fällt dir ein? Du Penner. Au. Ich brauche eine Heilung. Na, komm, geh hier mal raus. Auch wenn es da gerade geklopft hat, ist mir gerade mal egal. Natürlich nicht genug magische Energie. Es ist doch nicht wahr. Brauchen wir natürlich wieder ordentlich Magie, damit wir uns heilen können. Ne, wir können jetzt auch hier mal zeigen, hier, wenn wir schon mal hier sind, was denn dieses andere Ding hier bringt, diesen Meditationsstab hier. Hallo. Wenn wir den benutzen. Meditiert er und er bekommt etwas wieder von seinem Verstand. Ich glaube, das heilt sich sogar immer vollständig. Was ja nicht verkehrt ist, wenn man mal wirklich starke Probleme mit dem Verstand hat. Allerdings haben wir jetzt durch die Erholungsdings da eigentlich auch schon genug, dass wir uns da immer hochheilen können. Aber die Lebensleiste ist echt ein Witz. So ein Mönch hält halt nicht wirklich viel aus. So, hat jetzt zwar nicht viel geheilt, aber wenigstens etwas. Geh weg! Ich sagte, geh weg! Wow! Nicht hier explodieren hier, kann ich jetzt nicht gebrauchen. Ich finde halt auch schön, wenn du halt aus so einem Raum rausgehst, dass du, der Gegnerfortschritt quasi gleich geblieben ist. Also wenn er einen Kopf verloren hat, dann hat er auch nach wie vor einen Kopf verloren. So, und damit haben wir eine neue magische Rune. Yeah. Finish him! So, und dann der Kollege hier. Weg ist er. So, und hier auf dem Sockel hier steht mal wieder so eine Statuette hier, die mich wahrscheinlich verfolgen würde, wäre mein Verstand jetzt irgendwo im Keller. Was er jetzt gerade nicht ist. Mehr Heilung! So, sonst haben wir hier, glaube ich, nichts weiter. Das heißt, wir gehen jetzt einfach mal weiter. Bin mir nicht sicher, höre ich jetzt gerade einfach nur Zombies? Ich glaube ja. Hey, Mantorok! Olle Socke. Ich dachte schon, ich höre einen Trapper, aber war zum Glück nur so ein normaler Zombie. Das soll ja recht sein. Gut. Ab durch die Tür. Oh, Kacke. Grünes Grauen und blaues Grauen. Und einer von denen ist schon Geschichte, das ist schön. Das heißt, ich kann jetzt auf die anderen drauf gehen. In der Hoffnung, dass ich das hier irgendwie schaffe. Solange mich nicht hier tothaut. Komm, drauf da! Mehr drauf da! Das war's. Puh. Ich mag hier gar nicht kämpfen mit so wenig Leben. Aber was muss, das muss. So. Was haben wir hier Feines? Armbrustdinger. Hey, die brauche ich auch so viel. Könnte wahrscheinlich aus der Entfernung halt auf so einen Horror draufstehen, aber hey. Auf einem Opferungsaltar liegt das Abbild eines Mönches. Ein tiefer Spalt teilt seinen Brustkorb. Das Antlitz des Bildnisses ist das exakte Abbild des Kustos. Eine Inschrift besagt, erst wenn dein Freund sich zum Opfer gibt und seine Schreie die Luft erfüllen, erst dann wird die große Tür dir Einlass gewähren.
Ja, das ist ja... Klingt ja super. Welches ist jetzt die große Tür? Diese ist die große Tür wahrscheinlich, ne? Die Tür ist fest, verschlossen. Gut, aber hier können wir noch durch. Hey! Immer diese mächtigen Zombies hier. Oh, noch so einer. Hey! Geh weg. Keine Bedrohung. Die sollen ja auch nicht wirklich eine Bedrohung darstellen. Das ist halt nur Content-Schreckung, diese Art von Zombies. So, gehen wir halt hier mal durch. Yay! Zellotas-Zombies! Die irgendwie totale Witz sind. Die sind ja auch, wenn du denen hier den Kopf abschlägst, dann sind sie erstmal down. Sind an sich eine ganze Ecke einfacher als manch einer. Aber ist halt doof, dass sie halt wirklich extrem viel von dem Verstand halt absaugen. Obskure Dokumente und Schriften über die dämonischen Künste. Paul wagt nicht, sie auch nur anzufassen, aus Angst, das Böse könnte ihn berühren. Ey, das Böse ist voll gut, ja? Ja, noch mehr davon, okay. Was haben wir da? Ein weiterer Beweis der Häresie in dieser dunklen Kathedrale. Ein Tisch mit obskuren Schriften, Diagramme und Siegel, die von dämonischer Handwerkskunst zeugen, liegen auf dem Tisch vor kurzem benutzten... Nein, auf... liegen auf dem vor kurzem benutzten Tisch... Alter. So, haben wir hier irgendwas? Das ist auch nur die dunklen dämonischen Schriften. Können wir hier durch? Dieses Regal scheint in die Wand eingebaut zu sein und ist nicht so bündig wie die anderen in dem Regal. So, als könnte man es bewegen. Soll Paul das Regal lehnen? Ja, können wir machen. Achso, habe ich jetzt... Alter, du sollst benutzen. Magic. Wir wissen doch schon, dass wir da durch können. Für mich sah das jetzt mehr aus wie eine Tür, als wie irgendwie ein Regal. Aber nun gut. Nein, nein, nein. Ja, so. Ja. Finish him. Mal wieder. Jetzt tropft es auch gleich nicht mehr von der Wand eigentlich, weil unser Verstand ist jetzt eigentlich voll. Eigentlich, aber eigentlich gibt es das Wort eigentlich auch gar nicht. Hey, Duda. Ja, Duda. Ja, genau du. Du bist tot. So, was haben wir hier? Irgendeine Seite, die zu mir spricht. Eine Seite, die aus einem Tagebuch herausgerissen wurde, liegt auf dem Altar. Nehmen wir an uns. Na, so wie immer. Dann haben wir hier noch was. Und da haben wir in einer Nische der Wand findet sich eine Steintafel. Nehmen wir auch an uns. Und durch das Hinzufügen der Pargon-Rune wird ein Spruch in seiner Intensität verstärkt. Und damit können wir dann jetzt hier vernünftige Sprüche hier machen. Muss ich halt jetzt nur jedes Mal immer wieder neu Spruch casten hier. Wenn ich jetzt hier zum Beispiel sage, ich will ein Mantorok-Spruch, muss ich gucken, was brauchen wir? Wir brauchen keinen Schutz, also wenn ich mich jetzt heilen will. Ich will auch keine Narokas, also für absorbieren, obwohl absorbieren ja doch schon. Absorbieren auf sich selbst. Und das Ganze jetzt mit Paragon. Mit zwei davon, damit das hier ein starker Heilspruch ist. So, und der Spruch Erholung wurde entdeckt. Dann muss ich halt jetzt hier theoretisch für jeden Spruch machen halt, den ich halt neu bezaubern möchte. Ja, beispielsweise, wenn ich jetzt hier eine Waffe verzaubern möchte, muss ich gucken, Item. Was war das? Real? Nein. Projizieren? Nein. Rufen auch nicht. Schutz? War es auch absorbieren? Ich weiß es gerade nicht. Ich glaube, das Ganze hier mit der Paragon-Rune zweimal? Nee. Ich meine, ich könnte natürlich jetzt auch nachgucken hier, was war denn jetzt hier? Das hier. Prüfen. Antorbok und Magomor, okay. Schauen wir mal. Das ist Magomor, also für Item, das ist schon richtig. Projizieren, ah, okay. Wäre ich jetzt nicht so drauf gekommen, wahrscheinlich. So, damit hätten wir dann auch schon einen starken Waffenverzauberungsspruch. Dann können wir jetzt auch nochmal machen für den Schutzdingens, damit wir mehr Schutz haben, wenn wir den mal tatsächlich casten müssen. Machen wir gleich die zwei Stärke-Runen mit rein.
auf sich selbst und dann hier die Schutzrune. Ich glaube, das war gleich die erste. Ja. Das ist für Schild. Gut.